Hallo und seid mir herzlich willkommen zurück bei Subnautica. Ach, so, ich habe den mal nach Magnetit scannen lassen. Offensichtlich ist da unten auch ein bisschen was bei den Jelly Shrooms, aber wir haben ja eigentlich einiges. Die Batterien habe ich getauscht. Die kann er mal alle jetzt in Ruhe aufladen. Ihr seht da oben bei der Energieanzeige, wir haben ja genug Vorrat eigentlich. Oder Moment, ich esse noch eben was, bevor wir weitermachen. So, und ich würde sagen, wir gehen mal in unseren Materialraum, der schön voll ist, und gucken jetzt mal in die Baupläne. Also, es gibt einige Sachen, die wir noch brauchen. Da fehlen uns wieder mal noch Zutaten. Wir hatten ja bei den synthetischen Fasern, brauchten wir noch das Blutgel. Und ich habe ja jetzt nicht immer alles aufgesammelt, aber ich habe so eine Vermutung, was wir noch brauchen für gewisse Dinge. Oh, stimmt, die Neptun-Startplattform könnten wir im Prinzip auch schon machen. Vielleicht muss ich die machen, damit der nächste, damit was Neues auch getriggert wird, aber das sehen wir dann. Für den Krebs brauchen wir zweimal Plastalbarren, zwei Aerogel, ein emailliertes Glas, zwei Diamanten, zwei Blei. Das haben wir alles da. Hier, da brauchen wir zum Beispiel kristallinen Schwefel und Nickelerz. No idea, wo wir das herbekommen. Wir waren ja noch nicht bei allen Gebieten. Und genauso, wir brauchten noch irgendwas. Also Nickel und kristalliner Schwefel. Ja, aber es gab da noch was. Ach hier. Polyanilin. Das wäre natürlich geil für die Seemotte auf jeden Fall. Ein Solarladegerät, ach ja, mein Gott, ist auch nicht schlecht, aber woher kriegen wir Polyanilin? Ich habe keine Ahnung, was da drin ist oder sonst was, aber das sehen wir dann. Ich habe, wie gesagt, eine Vermutung, und Signalbojen bauen wir auch noch welche. Vielleicht fangen wir damit mal gerade an. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 1, 2, 3, 4. So, die bauen wir uns gerade mal. Ne, da nicht. Ja, Signalboje bei den Geräten. Braucht Gott sei Dank nur 10 Milliarden Jahre, bis er die fertig hat. Die möchte ich mir nämlich in den Krebs dann packen. Wir haben immer welche in der Seemotte auch. Da muss auch wieder eine rein. Vielleicht machen wir da auch mal irgendwie noch zwei rein und dann vier in den Krebs. So, das wäre das. Das ist schon mal gut. Und jetzt der Krebs selbst. Also zwei Aerogel. Ein emailliertes Glas. Zwei Blei. Zwei Plastalbarren. Oh, wir haben auch nur zwei. Aber wir haben genug Titanbarren, um die aufzuwerten. Und Lithium haben wir sowieso ohne Ende. Und zwei Diamanten. Von denen haben wir auch ganz viele. So, jetzt haben wir alles da für den Krebs. Da müssen wir mal irgendwie zur entsprechenden Station. Hier bauen wir mal gerade die Bojen wieder mit ein. So. Die habe ich einfach dabei für den Fall der Fälle. Muss ich mir nur merken, dass ich die da habe. So, und wo haben wir jetzt unsere manuelle Fahrzeugplattform? Da hinten. So, und jetzt bauen wir uns endlich den Krebs. Neptun-Rettungsrakete. Ah, dafür brauchen wir auch die Plattform. Alles klar. Hey, warte mal. Ach, da war nichts von bei. Okay. Zack. It is normal when first piloting a prawn suit to feel a sense of limitless power. Prawn operators receive weeks of training to counteract this phenomenon. You will have to make do with self-discipline. Kriegen wir hin. So.
Eine Sekunde, ich wollte gerade die Signale schon mal anpassen. Auch hier wieder rot für unser schönes Fahrzeug. Ah, sehr cool. Welcome aboard, Captain. Oh, so weit kann der aber echt nicht. Da braucht man diesen komischen Haken, ne? Geil. So, wir haben einen Frachtraum hier irgendwie, glaube ich, mit drin. Oh, wie cool ist das denn, bitte? Kann ich denn jetzt im Inventar? Sehe ich dann. Nee. Wir haben jede Menge Slots. Zwei scheinbar für die Arme. Okay, jetzt ist er ein bisschen komisch gelaufen, ehrlich gesagt. Sehr gut. So, da haben wir die Erweiterung. Das sieht aus wie eine Energiezelle. Okay, wir gucken einfach mal, was wir hier machen können. Also, Universalmodule, da können wir nochmal ein Frachtmodul theoretisch noch dran anbringen. Und hier haben wir Krebsmodule. Das Tiefenmodul braucht Nickelerz. Verdammt. Oh, und es gibt nur... Ah doch, Stufe 1. Ich dachte, es gäbe gerade nichts. Lädt Energiezellen in heißen Umgebungen wieder auf. Nicht stapelbar. Kyanit. Okay, wieder was Neues. Die Sprungtriebwerke. Ja, da haben wir das Rezept, aber wissen nicht, wie es geht. Wurfhakenarm. Feuert einen Wurfhaken zur verbesserten Fortbewegung. Kann ich denn mit dem Wurfhakenarm trotzdem noch Sachen aufnehmen? Oder mit dem Bohrarm? Weil den mache ich definitiv. Den Torpedoarm? Ach, weiß ich nicht. Also definitiv den Krebsbohrarm. Lithium, 4 Diamanten, 5 Titan. Lithium, 4 Diamanten, 5 Titan. Lithium, 4 Diamanten. Ne, fürs Bohren. 5 Titan. 1 Lithium. Und 5 Titan. Könnten wir den auch theoretisch testen, aber. Ach, ich würde schon direkt irgendwie. Woanders hinfahren. Müssen wir mal gucken, ob wir das mit dem Cyclops machen. Zack. Wo bringen wir die denn jetzt an? Jetzt nur in den Krebs einsteigen. Okay, das geht auch nicht. Wie komme ich denn da jetzt dran? Und wo komme ich an den Frachtraum? Hä? Ist das ein Bug? Oder übersehe ich hier gerade was voll Offensichtliches? Weil die Erweiterungen, die sind hier. Ich kann nur einsteigen. Energiezelle? Ach, guck mal. Vorrat ansehen. Oh, der hat einen großen Vorrat. Geil. So, die Erweiterungsmodule. Da haben wir jetzt den Bohrarm. Okay, das können wir jetzt aber nur von hier machen. Das finde ich ein bisschen komisch. Voll geil. Oh, das ist ein cooles Ding. Wir brauchen definitiv noch mehr Rezepte. Aber Moment, standen da jetzt irgendwie, dass die Rezepte unbekannt sind? Weil das sieht eigentlich so aus, als könnte ich die bauen. Also theoretisch. Ich brauche erstmal Nickel und so ein Zeug. Und ich habe keine Ahnung, wo ich da hin muss. Hm.
Ja, und die Frage ist halt, wie ich eben schon sagte, nehmen wir den Zyklopen und fahren mit dem dann irgendwo hin? Oder probieren wir einfach mal von hier aus ein bisschen loszustapfen? Ich bin mir halt nicht sicher wegen dem Ding hier, ne, mit dem Wurfhaken. Vielleicht bauen wir den noch. Erweiterter Kabelsatz, Benzol, 5 Titan und wieder ein Lithium. Das kriegen wir doch hin. Da, ein Lithium. 5 Titan. Und einen erweiterten Kabelsatz. Dafür brauche ich einen normalen Kabelsatz, einen Computerchip und Kupferdraht, oder? Nö. Was brauche ich denn dafür? Ach, 2 Gold. Nicht Kupferdraht. Was hat er denn? Zack, weg. Gold haben wir ohne Ende. Und irgendwas habe ich jetzt vergessen, glaube ich. Ich gehe mal einfach einmal an die Station. Um zu gucken. Frachtmodul kann ich machen. Okay, was fehlte? Ach, das Benzol. Genau. Haben wir alles da, Leute. Alles vorhanden. Bei Flüssigkeiten. Ein Benzol, bitte. So. Hätten wir den auch da. Jetzt können wir aber wieder, ne, wir müssen einsteigen. Zack. Einsteigen, aussteigen, umsteigen. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Ich glaube nicht, dass ich noch irgendwas greifen kann. Ne. Ist aber auch eigentlich gar nicht so schlimm. Es sei denn, man ist jetzt wirklich in richtig schlimmen Gebieten unterwegs. Aber man kann die Arme ja unterwegs auch wieder rein und rausholen. Ach, jetzt habe ich den Krebs unten stehen lassen. Ist nicht schlimm. Was wollte ich gerade? Ach so. Wasser wollte ich. Ich nehme nochmal... Mist. Einpflanzen. Nochmal Kartoffeln. So, und dann nehmen wir Wasser. Zack, das können wir einmal trinken. Ja, da packen wir den Pilz noch mit rein. Ach komm, wir nehmen jetzt nicht nochmal Essen mit. Ich speichere nur einmal. Für den Fall der Fälle. Und dann machen wir uns mal auf den Weg. Ich weiß, in die Richtung, zu der Basis wollen wir ja. Gibt es... Okay. Also unendlich ist die Reichweite nicht. Oh, der muss ganz schön lange aufladen. Ich brauche definitiv dieses Wärmekraftwerk. Das sehe ich jetzt schon kommen. Vielleicht hätten wir noch eine Energiezelle mitnehmen sollen. Ich wollte gerade gucken, nimmt der Fallschaden? Das ist aber sehr cool. Tja, jetzt ist die Frage, wo kriegen wir Nickel und so was her? Ach verdammt, wir können gar nicht zur unheimlichen Basis. Ich habe jetzt keine Tafel dabei. Oh, was passiert da eigentlich? Okay. Ja, nicht sauer sein. Ich bin nur ein bisschen am Testen. Ich will unbedingt was bohren. Und ich will vor allem wissen, ob, wenn ich das jetzt bohre, brauche ich dann, liegt das dann auf dem Boden oder kann der Bohrer das quasi direkt einsaugen? Das Material.
So, wir sind jetzt schon fast da. Nur wenn es hier dunkel wird, weiß man, was abgeht. Wie viel Uhr haben wir? Nicht wie viel Uhr, wie lange läuft's? Wir haben noch ein paar Minuten tatsächlich. Okay, das Licht scheint ja auch immer zu gehen bei dem Ding. Wie tief können wir? 900 Meter, okay. Der kann ohne Modul 900 Meter. Ey, wie tief kann das Ding denn? Bin ich jetzt schon voll am Rand von dem Ding? Und die verbesserten Triebwerke brauchen wir definitiv. Ich weiß, dass hier auf dem Berg, da waren doch überall so Dinger, die man bohren kann. Hier sind wir aber auch wirklich schon mitten an der Klippe. Ich finde aber ehrlich gesagt, ah, hier haben wir ein Exemplar. Was ist das denn? Lithium. Jawohl, gib ihm. Oh, wie geil! Er packt direkt in den Frachtraum. Das zieht ja wahrscheinlich voll viel Energie. Das ist nur die Frage halt nach wie vor, wo gibt's denn Nickel und so ein Zeug? Und kristallinen Schwefel war das, glaube ich, ne? Ich baue den mal einmal komplett ab. Die Energie geht gerade aber irgendwie nicht runter, oder? Der war doch eben schon bei 90%. Ist das nur für die Fortbewegung? Oh. Ups. Haben wir irgendwo ein Steinchen, was ich nochmal ausprobieren kann? Weil hiermit geht's offensichtlich. Hier ganz viel Lithium, ey, meine Güte. Gibt's noch irgendwo einen Kalkstein oder irgendwie sowas? Da. Eine Salzablagerung. Er zeigt der rechte Maustaste an. Mist, das scheint nicht zu gehen. Schade. Ups. So, können wir ja auch noch mal probieren. Da passiert gar nichts. Hier haben wir noch Blut. Kann ich damit Schaden zufügen? Das wäre noch auch noch so eine nicht minder interessante Frage. Okay, ich kann damit offensichtlich Schaden zufügen, weil die Pilze da gerade sind gestorben. Und das sind die, glaube ich, Pilze, die ich brauche. Weil wir haben schon die Säurepilze. Das war zumindest jetzt so die Idee, die ich hatte. War hier nicht auch irgendwo so ein Plateau nochmal? Nee. Oh oh. Verpiss dich bloß. Sonst gibt es Ärger. Ja. Du Motherfucker. Wo ist der? Wie konnte der dem entkommen?
Welcome aboard, Captain. Ja, toll. Aber wir sind hier immer noch auf dem Plateau. Ich dachte, wir wären schon unten. Ah ne, wir sind erst auf 240 Meter. Ach krass. So, hier sind Pilze. Tiefenpilz nennt sich das, okay. Aha. Ah, ich mag das Geräusch. Wir haben einen neuen Blueprint. Ich bin mal gespannt, was uns das bringt. Kupfer, ach krass. 21. Leute, wir müssen pausieren. Da ist unsere andere Basis. Wie viel Energie haben wir? 87%. Ich würde ja gerne mal in die Richtung weiter, so in Richtung Westen, Südwesten. Da muss ja irgendwie noch was kommen, oder? Komm, ich mache mal hier Speichern und würde mich verabschieden. Und dann machen wir das beim nächsten Mal und gucken, was dahinter noch kommt. Deshalb jetzt wie immer einen schönen lieben Gruß in die Runde. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und bis dahin habt wie immer einen super Tag.